Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zum zweiten Gamescom-Vlog und wahrscheinlich auch der letzte, weil bislang habe ich kein Ticket mehr Samstag ausverkauft und Sonntag mehr als ein Abendticket wird da nicht drin sein, wenn überhaupt. Auf jeden Fall, ich hoffe heute kann ich ein bisschen mehr aufnehmen. Ja, gestern der Vlog, der war nicht mehr 5 Minuten lang, ist halt alles nicht mehr so wie letztes Jahr. So, bin direkt auf der Gamescom jetzt. Nicht mal mehr beim Eingang, alles schnell. Deswegen, wir sehen uns dann drin, wenn ich euch irgendwas Schönes zeige. Ach so, außerdem, ich habe das auch schon in dem Vlog von gestern eingeblendet. Ich habe nachgeschaut, wie viele Zuschauer, die meine Videos schauen, mich abonniert haben. Hier nochmal eingeblendet. Euch kostet das nichts und mich unterstützt das sehr viel. Also, viel Spaß beim Video. So, ich habe mir mal ein halbwegs ruhiges Plätzchen gesucht, um euch was zu sagen. Ich habe vorhin auf meine Freunde gewartet und dann eine Insta-Story gesehen von Eraser und habe dann bei der Schatzsuche da von ihm mitgemacht und habe dieses Keyboard gewonnen. Ja, nur so eine kleine Info, also hat mich richtig gefreut. Ja, viel Spaß weiter. So, wir haben 22.50 Uhr und ich bin auch endlich zu Hause angekommen. Ich war noch bis 20.30 Uhr auf der Gamescom. Bin nämlich am Ende noch mit Papa Basti rumgelaufen und noch zwei Freunden. Ja, für mich war es dieses Jahr das mit der Gamescom. 2 Tage, alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja, was kurzes Fazit wie gestern. Ja, wieder die Creator, so okay, ich habe heute mehr gesehen und alles, ja. Aber es wird halt wieder mehr zur Spielmesse, aber dafür müssen die auch wieder die richtigen Spiele, Hersteller und alles, Publisher, wieder auf die Gamescom bekommen. So, dann, ich habe Star Wars Outlaws, keine Ahnung gerade mehr,
angespielt von Ubisoft. Die Demo war echt gut. Und ja, kann man spielen. Ich hoffe, Ubisoft verkackt es nicht. So. Ja. Echt cool alles. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf nächstes Jahr. Vielleicht bin ich da dann mehr wieder da. Anstatt nur 2 Tage. Mal schauen. Gamescom war schön. Es ist immer eine schöne Zeit. Ich treffe Leute wieder, die ich lange nicht sehe. Ein Jahr lang meistens nicht. Deswegen alles schön. Auf jeden Fall. Es geht weiter. Nächste Woche. Freitag. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Wir müssen jetzt in der Liga performen. Deswegen. Ja. Auf jeden Fall. Ihr wisst, was kommt. Wir sehen uns und hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin eine Partysau.